Herzlich willkommen und willkommen zurück zum Vlog. Heute wieder mit besserer Laune. Und es ist wieder Donnerstag, heißt Zeit für ein neues Video. Und wie ihr schon wisst, die neuen Felgen kommen bald. Und dazu müssen wir erstmal die Kotflügel bördeln. Ich hier auch gerade durch die Pampa am Laufen, weil ich Auto stehen lassen habe. Don't drink and drive, Freunde, ihr wisst Bescheid. Und heute mit Special Guest Tim, wie ihr schon gesehen habt. Und ja, heute wird's lustig. Bleibt dran und verpasst nichts. So, Freunde, wenn ich schon mal hier am Laufen bin, nochmal Dankeschön für die ganzen Kommentare und die Nachrichten für das letzte Video. Und ich kann euch schon mal so viel sagen. Der Auspuff dauert noch ein bisschen, leider. Ja, tut mir auch weh. Jetzt laufe ich zum Auto, dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir wieder zurück. Und Freunde, es tut weh, das Auto zu fahren. Den kaputten Auspuff. Das ist schon peinlich laut. Was geht ab, YouTube? Alles klar. Wir werden jetzt das Auto aufbocken und dann werden wir die Kotflügel bördeln. Und dazu brauche ich Tims Hilfe, weil Tim wird den Heißluft für ihn halten und ich werde bördeln. Ich hoffe, er wird das. Ist nicht ein junger, sympathischer Kerl? Und wir machen das alles, damit die dicken Felgen dann passen. Ja, wir werden die Kante anlegen, aber nicht ziehen, aber die Kante anlegen. Ja. Warte, wenn du guckst, die Kante hier, den werden wir sauber machen und dann werden wir die reinfalten so. Und dazu brauchen wir ein bisschen mehr Hitze, machen wir das heiß. Ja, dann werden wir hier die Kante andrücken und dann, weil wenn die Felge zu dick ist und wenn es weit rauskommt, kann es das sein, dass die entweder, dass der Reifen eingekratzt wird oder alles andere, ja. So. Was haben wir in der Box, Tim? Willst du gerne sehen, was in der Box ist? Ja. Du wirst gerne sehen, was in der Box ist, wa? Also, ein kleines Unboxing hier. Natürlich haben wir das Markenprodukt geholt, Digga. Noch was für die Nudeln. Ja, jedenfalls, das ist das Ding. Und das kommt auf die Rattennarbe. Und also auf den Flansch. Und damit rollen wir. Kurzer Eindruck vom Stein. Digga, ich hab mich gerade so auf dieses Stativ raufgesetzt hier. Ihr fragt euch natürlich jetzt, ob wir sowas schon mal im Leben gemacht haben und ob wir Profis sind. Und ja, ich kann nur bezeugen, ja, ich habe keinen Plan, was zu tun werden. Okay, also nehmt euch kein Beispiel an uns, weil alle meinten so, geh in die Werkstatt. Und genau deswegen machen wir es auch selber. Okay, Tim, liest du mal bitte die Safety Instructions vor. Ja, es ist auf jeden Fall sehr wichtig, die lose Kleidung zu entfernen, Krawatten zu entfernen, Uhren, Ringe und andere lose Schmuckstücke. Und wichtig für Johnny in dem Fall, die Haare zurückbinden. Siehst du? So, wir haben es jetzt alles sauber gemacht. Wir haben unsere Haare nach hinten geflochten, Krawatten zurückgebunden, Digga. Und jetzt sehen wir halt die Kante hier. Und die werden, jetzt werden wir hier außen warm füllen, innen warm füllen, damit es heiß wird, damit der Lack nicht abplatzt, das hoffe ich. Ja, und dann werden wir mit dem Bördelgerät erstmal die Kante nach oben anlegen, also in die Richtung anlegen, weil wir wollen ja nicht rausziehen, wir werden erstmal nach oben drücken. Dann werden wir immer langsamer den Winkel schärfer stellen, dass die Kante immer doller an die Kotflügel rankommt. Das ist der Matchplan. Ja, so jetzt Gang rausgemacht, Handbremse gelöst, damit wir auch die Achse gut bewegen können und wieder rollen können. Und werden wir halt mit der Rolle hier oben, werden wir hier den Winkel einstellen, werden aber erstmal ziemlich in dem Winkel nach oben uns arbeiten, dass die Kante langsam hochkommt. Und dann werden wir die immer weiter anschrägen, dass die Kante dann an den Radkasten kommt. Das haben wir jetzt sauber gemacht. Und dabei werden wir immer versuchen, die Temperatur heiß zu halten hier oben, damit ich das Metall gut verbiegen kann. Wir werden halt aber auch nur den Teil hier ungefähr auf bördeln, also ungefähr so, weil hier nur die Laufrichtung des Rades ist und nur in dem Winkel das hoch und runter geht. Also musst du hier und hier gar nicht bördeln.
die sind fertig. Mit Tim, ich danke für seine Hilfe. Gerne. Er hat gut föhnt. So sehen meine Haare irgendwie auch aus, ich weiß auch nicht wieso. Ja. Wir haben jetzt hier die Kante angelegt. Es war ein bisschen heiß. Weil es halt ein bisschen kalt ist, haben wir halt Dauerhitze gegeben. Hier sieht man es gut. Hier kommt eine normale Kante, weil generell so. Und wir haben auch nichts eingeschnitten, wir haben einfach nur gerollt. Und das war jetzt auch hier unser erster Versuch und man kann nicht besser werden, wenn man nicht übt. Aber wir haben es gar nicht ausprobiert, oder? Deswegen. So Freunde, alles in allem können wir sagen, nehmt euch Zeit, genügend. Und ich danke nochmal Tim dafür. Alter. Ja, ist gut geworden. Und wenn die neuen Felgen drauf kommen, dann haben wir wahrscheinlich auch keine Probleme mit dem Schleifen, der Kotflügel und dem Reifen. Ski, ski, ski. Ich werde Tim jetzt auch noch zeigen, Digga, wie richtiger Sound klingt, Digga. Sound, sagst schön, du? Schön Soundtest. Wie es so klingt, wenn der... Sound aus der Straightpipe? Ja, wenn der auch so vollkommen durch ist. Tschüss, Digga. Ja, Junge. Bockt? Ist denn euer Akrapovic, oder? Kommt so, aus dem Berg. Wir gehen jetzt Auto waschen, denn... Weil seins ist ein bisschen dreckig. Bis gleich. So Freunde, wir sind fertig mit Autowaschen. Wenn ihr so lange durchgehalten habt mit dem Video, dann Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst ein Like da. Ja. Abo schadet auch nicht. Ein Abo schadet auch nicht. Lasst einen Kommentar da. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace.